Der Traum von Iris Klein, 56, vom Playboy-Cover ist geplatzt. Die Mutter von Daniela Katzenberger, 36, versucht derzeit ihr Glück als Model und hat sogar schon den Catwalk der New Yorker Fashion Week erobert. Aber das war noch nicht alles, Iris träumte auch von einem Fotoshooting mit dem Playboy. Anfangs schien der Playboy-Chef nicht abgeneigt zu sein, ihren Traum wahr werden zu lassen. Doch jetzt hat sich alles geändert. Wie die Bild-Zeitung berichtet, ergab eine eigene Umfrage, dass über 80% der Leser nicht möchten, dass die 56-Jährige sich für den Playboy auszieht. Das Ergebnis hat den Playboy-Chef scheinbar schwer beeindruckt. Er sagt, dass Iris Klein, die ich persönlich nicht kenne, durch ihre Medienpräsenz so viele Menschen bewegt und unterhält, zeigt sich bereits an der Menge der Umfragestimmen. Die Mehrheitsmeinung scheint eindeutig zu sein. Obwohl wir uns bei Playboy normalerweise nicht von solchen Umfragen leiten lassen, nehmen wir das Ergebnis zur Kenntnis. Außerdem betont er, dass es zu keinem Zeitpunkt Überlegungen für eine Zusammenarbeit mit Iris gegeben hat. Das klingt jedoch anders als seine vorherige Aussage, als er sagte, es freut mich persönlich, dass Frauen wie Iris Klein, die im Rampenlicht stehen, sich eine prominente Plattform wie den deutschen Playboy wünschen. Oh lala, was für eine Wendung. Was haltet ihr von dieser Geschichte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.